Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mal wieder mit einer Box von Luchas. Danke an die, Shoutout. Link ist unten in der Beschreibung, zwecks Infos. Und nebenbei lasse ich einen Zapdos ablaufen. Also, ich habe den gepusht. Den 96er von gestern. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Was war euer Bester? Meins war 96. Ich blende es hier, wie gesagt, ein. Auch die, die ich davor gefangen habe. Es waren 5 von der Feldforschung. Nichts Gutes dabei. Und dann mein bestes Zapdos bisher war irgendwas im 70er Bereich. Ja, und jetzt habe ich einen 96er, bin zufrieden, neue Attacke. Kann ich den auf jeden Fall auf Max pushen, also 96 aufwärts ist da so mein Limit, meine untere Grenze, was legendär angeht. Jetzt fehlt nur noch ein Latias und ein Regieis. Und Registeel. Latias 96er leider geflohen, Registeel 96 auch leider geflohen, sonst hätte ich jetzt die 2 aufgemaxt. Und ja, dann hätte ich eigentlich jeden legendären bis jetzt auf Max. Aber wie gesagt, denke, die kommen eh bald wieder. Luchas, jeden Monat eine Box bezüglich Gaming, Geeks und Nerd-Zeugs. Ich bin gespannt. Bam! Wir haben hier ein Shirt. Oh. Nee, doch nicht. Oder? Also, ich dachte, da ist ein Dino drauf. Und ihr wisst, ich zocke ja in letzter Zeit Jurassic World Alive, was mir eine Menge Spaß macht. Aber es ist kein Dino. Und ich habe auch wieder mal keine Ahnung, was das für ein Motiv ist. Wieso meistens? Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr das wisst. Nochmal ganz kurz, das war glaube ich zu kurz. Hier. So. Dann haben wir. Oh, irgendwas Süßes. Das läuft auch schon aus. Okay. Spray Candy. Das erinnert mich an meine Jugend. Nicht mal meine Jugend, meine Kindheit. Ja, das hatten wir auch früher. Candy und dann kannst du das so sprühen. Wie gesagt, das läuft bereits aus. Oh, okay, das ist cool. Wie immer meistens auch eine Popfigur dabei. Und dieses Mal ist es Magic the Gathering. Ihr wisst alle, ich habe früher Yu-Gi-Oh! Gezockt. Sogar sehr intensiv, aber nie Magic. Das war eher immer unser Feind. Yu-Gi-Oh! Versus Magic. Aber ganz cool. Magic. Chandra Nala. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr Magic gezockt habt. Was wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist, weil das ist eine andere Generation. Magic ist. Und das soll jetzt nicht negativ sein, aber es ist echt für ältere Menschen. Also die meisten, die angefangen haben, das war halt früher. Und jetzt, ich denke nicht, dass irgendwie die Kinder von heute irgendwie anfangen Magic zu spielen. Oh, wir haben von Jurassic World Alive geredet. Ba-bam. Jurassic Park, 25-jähriges Jubiläum, Limited Edition Coin. Ja, okay. Was genau macht man jetzt damit? Auch so sammeln? Aber cool, passt zum Thema. Haben wir hier noch eine Sache. Und hier haben wir noch eine Game of Thrones Postkarte. Letzte Season habe ich gehört, die Dreharbeiten sind beendet. Ich bin gespannt auf die letzte Staffel Game of Thrones, beste. Jetzt schauen wir mal, was das hier noch ist. Was ist denn das für ein Ding? Erstmal zurück in die Zukunft. Oh, ich glaube eine Kochschürze. Ja. Es ist eine Kochschürze. Ist hier noch fest zusammen. Will ich jetzt nicht unbedingt aufreißen, oder? Aber es ist auf jeden Fall eine Kochschürze. Kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Hier so. Okay. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ich bin fertig mit dem Zapdos-Pushen, was hier nebenbei noch läuft. Zapdos, mein Teamvogel. Leider kein 100er, leider kein Shiny, leider kein Shiny 100er, aber 15 von 15. Der wollte einfach nicht abhauen, jeder ist drin geblieben. Zapdos Day hat Spaß gemacht. Ich nehme mal an, demnächst kommt Lavados Day, muss ja kommen. Arctos, Zapdos und jetzt Lavados. Von dem kann ich, oh, ich habe gerade gesagt, mir fehlt nur noch Latias und Dinge. Und Regieis und Registeel, aber das stimmt nicht. Lavados und Suicune. Suicune hätte ich einen guten 96, könnte ich pushen. Also fehlt eigentlich noch ein Lavados.
Also Lovers Day, ich bin bereit. Ich brauche auf jeden Fall guten. Mindestens 96. Dann habe ich alle drei Vögel. Aber ja, das war's von mir. Shoutout an Luchas. Danke für die Box und die Sachen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.